Cavalcent. Ich glaube, ich bin jetzt hier in Cavalcent. Das ist hier das Indianer-Hauptquartier, glaube ich. Ich meine das vorhin so identifiziert zu haben. Muss ich aufpassen, dass ich nicht zu schnell fahre. Woran erkennt man, dass man im Indianerreservat ist? Rechts und links ist es immer dreckig an der Straße. Liegt der ganze Müll rum und der bleibt da auch ewig liegen, weil den keiner wegräumt. Bei den US Highways ist es ja so, dass die ab und zu mal gereinigt werden. Und an den runden Hütten. Oh, 3,12. Sag mal, 3,12? 3,12. Der Liter. Ui, teuer. An den runden Hütten. Da hinten bauen sie gerade eine. So eine Hauptquartierhütte. An diesen runden Gebäuden. Ich zeige euch jetzt mal gleich eins. Columbia River Road. Ist das der Columbia River? Vorne bauen sie so ein Ding hier. So eine Art, ist da oben, glaube ich, auch schon drauf. Seht ihr das? Warte mal, ich halte hier mal an. Können wir uns das mal genauer angucken hier. Die konfigurierten Stämme. Seht ihr das? Ja. Und da hinten. Nee, wird nicht gebaut, das ist fertig. Seht ihr das? Da ist irgendwie so ein Adler drauf. Glaube ich. Ja, ein Adler. Und da ist wohl Hauptquartier, ne? Da machen sie Stammesversammlung. Normalerweise sind die Dinger geschlossen. Das sind diese kleineren runden Hütten. Wo der Eingang immer nach Osten zeigt. Dem Sonnenaufgang entgegen. Das ist wohl bei den Indianern so. Kann es noch mal besser sehen. Keine Ahnung, was das hier ist. Oder eine Option, oder ich weiß das nicht, keine Peilung, das sieht so komisch aus. Ob die da Option, vielleicht vertippen die da irgendwas oder so, oder tanzen. Oder dampfen, kann auch sein, die Friedenszweifel. Ja, ich habe meine Friedenszweifel auch. Hier, guck mal, das ist meine Friedenszweifel. Ich habe den Typhoon GS. Der dampft ja auch gut, ne? Passend zu den Indianerreservat habe ich meinen Typhoon GS aufmunitioniert, also aufgeschraubt. Eben gerade unterwegs habe ich den gewechselt, den Flashy Weber VOS, den kleinen. Der räuchert ja wie Sau, das geht ja gar nicht, ne? Also das ist echt eine Räuchermaschine. Aber da bleibt natürlich der Geschmack ein bisschen auf der Strecke. Ich hatte mal wieder Bock auf richtig Aroma. Und das ist, da kommt der Typhoon GS. Das ist ja meine Aromamaschine. Ich meine, der schleudert auch Qualm. Und zusätzlich schmeckt das auch noch geil. Ne? Ja. So ist das. Was ich auch mehr geil finde, sind diese abgeranzten Hütten, die schon seit 40 Jahren, seht ihr doch eine, leer stehen und da so verfallen. Ne? Die sehen manchmal auch so geil aus. Oh, total, total verrottet hier. Hier seht ihr auch gleich wieder was. Pass auf. Wenn die so vor sich hingammeln. Ne? Ich meine, hat auch so den Charme des Vergänglichen. Ne? Den Charme des Alten und Vergänglichen. Weiß ich nicht. Also irgendwie mag ich das, wenn die Hütten alle so, wenn die verlassen sind und die so vor sich hingammeln. Ich fahre hier vielleicht ein bisschen sehr flott. Ich glaube, hier darf ich das aber auch. Ich muss ein bisschen auf die Verkehrsregeln hier achten. Ich ertappe mich immer wieder dabei, zu schnell zu fahren. 35 ist ja. Okay. Oh, mal gucken, was das hier ist. 279, nein, geht schon wieder in die richtige Richtung. Hier sind wir entering Nespilem. Mal gucken, wie groß Nespilem ist. 279 gebucht. Naja, letztes Jahr hat es einen Dollar mehr gekostet, ne? Über einen Dollar. Habe ich über 4 Dollar teilweise bezahlt. Nespilem School ist hier auf der linken Seite. Hier ist Chief Joseph. Hier ist die Chief Joseph Rest-Ära. Die kann man beim Chief Joseph Posken machen. Ich bin Chief Perle. So, und das war's. Haben wir Nespela geändert und verlassen Nespela wieder. Ja. Geil, ne? Orte hier. Unglaublich. So, jetzt kann ich hier wieder mit 60 Gas geben.
Ja, aber ein schönes Reservat haben die, das muss man wirklich sagen. Also doch nicht so abgewichst, ne? Also optisch schon gefährlich. Also da könnte der Schiefperle sich auch niederlassen. Beim Winter wird das hier bestimmt kalt. Ne? Ich bin nicht mehr weit von der kanadischen Grenze weg. Ne? Im Winter ist das hier bestimmt arschkalt, ne? Und viel Schnee und so. Ne? Aber jetzt... Ich hoffe, dass meine Kamera das rauscht nicht zu sehr, weil die Lüftung hier an dem Auto ist ein bisschen blöd. Überall lüftet er hier rum. Nespelem. Was haben wir hier denn? Tribal Longhouse. Die ganzen Indianer? Ja. Halten Sie jetzt Kriegsrat, ob Sie den USA den Krieg erklären? Keine Chance. Schicken Sie wieder irgendeinen Major Tom, ne? Mit seiner berittenen Armee, um den Rothäuten Einhalt zu gebieten. Ne? Aber da befinde ich mich natürlich in großer Gefahr. Vielleicht nehmen die mich ja gefangen. Nämlich politischer Gefangener. Ne? Dann sagen sie, wir skalpieren den Perle oder ihr gebt uns das und das. Ihr gebt uns Kalifornien, Washington. Ihr gebt uns den Bundesstaat Washington oder wir skalpieren Perle. Dann sagen die Amis, dann skalpiert Perle. Aber das werden sie nicht tun, weil ich ja meine Friedenspfeife, den Typhoon GS, aufmunitioniert habe. Und ja gut, wenn ich den VS aufmunitioniert habe, dann würden die das vielleicht als Kriegserklärung werden, weil der räuchert ja zu stark. Und, aber der GS, da lasse ich sie da mal dran rumlutschen und dann sagen sie, aha, einer von uns wird ich der Ehrenmitglied. Ich weiß, ich neige wieder zum Schwafeln. Aber ihr merkt schon, ich habe gute Laune. Weil das mit dem Wetter, ich guck nochmal raus, dass das mit dem Wetter so schön ist, das hätte ich nur im Traum nicht erwartet. Also wenn der Tag heute sich so hält, dann bin ich schon sehr, sehr happy. Ne? Weil ich dachte, aber ich habe gestern Abend schon gesehen an diesem Rot, ich denke, ui, das ist so, wenn abends alles der Himmel rot leuchtet, gibt es am nächsten Tag immer, das ist ja so eine Binsenweisheit, gibt es am nächsten Tag immer schön Wetter, zumindest wünscht man sich das. Ne? Aber dieser Wunsch, den ich gestern Abend schon geäußert hatte, sozusagen kleingeistig, der ist sozusagen in Erfüllung gegangen. Haben die Indianer gehört. Sie haben ihre Regentänze beendet und treffen sich stattdessen jetzt. Und der Himmel lacht. So einigermaßen zumindest. Aber ein bisschen diesig. Aber ist egal, das spielt keine Rolle. Hauptsache schön. Und Hauptsache pisst nicht. Ne? Slow Vehicle Turnout. Nein, so slow. Wenn ich jetzt weiterfahre, bin ich slow. No parking. Ja. Jetzt geht's hier in den Wald rein. Komm, wir springen hier nicht gleich irgendwelche Indianer hier raus oder beschießen mich hier mit Pfeilen. Oder bewerfen mich mit Feuerwasser. Ach nee, das saufen die doch lieber eher. Ne? So, meine lieben Freunde, ich neige zum Schwafeln, also höre ich jetzt auf. Tschüss. Keine Ahnung, was hier los ist, aber irgendwas ist hier passiert. Oder was ist hier? Eieiei. Ach du Scheiße. Fahrradfahrer oder irgendwie sowas. Motorradfahrer verunglückt. Ui, Motorradfahrer ist verunglückt. Scheiße. Halt ich mal die Kamera weg. So einer von diesen Burschen hier, ne? Sind da gerade am Verarzten. Ui, der ist voll aus der Kurve rausgeflogen. Hat nicht aufgepasst. So eine Scheiße. Tja, immer Augen aufhalten. Gefährlich, gefährlich. Gerade Motorräder, keine Knautschzone. Das ist scheiße. Eieiei. Tschüss. Hallo meine lieben Freunde. Ist ja geil hier, Mann, oh Mann. Hier, jetzt fahre ich hier gerade durch die Nordkaskaden oder habe gerade begonnen, damit durch die Nordkaskaden zu fahren. Also die Strecke ist ein Traum. Ne? Also man kommt an vielen kleinen Ortschaften vorbei, so richtig Western-Style, so Gebirgsortschaften, so Western-mäßig. Da denkt man echt so die Goldgräber waren hier. Also fantastisch, ne? Wirklich, wirklich geil. Also lohnt sich. Habe ich genau richtig gemacht, dass ich mir das hier mal angucke.
das ist hier so Bergpanorama. Ne? Im Winter ist hier, kann man hier wohl ganz gut Skifahren, Langlauf und alles Mögliche. Also viel Wintersport ist hier auch. Aber touristisch, ja klar, erschlossen über Campgrounds und so, aber nicht so überladen. Ne? Also das ist nicht so vollgepackt hier. Das ist also, oh, guckt euch mal die Klamotten an, die hier rumstehen. Ey. Unglaublich. Völlig verrückt. Da muss ich auch nochmal ein Stöbberchen machen. Da muss ich nochmal ein Foto machen. Geht ja gar nicht. Also die haben ja hier Berge hingestellt. Heieiei. Verrückt, echt. So, hier muss ich auch nochmal anhalten. Geil. Echt nicht übel. Echt nicht übel. So, Freunde. Da muss ich nochmal ein Knipserchen machen. Also, ist ja krank hier. Geil. Tschüss. Ja, guckt euch das mal an. Auch Fahrradfahrer sind hier unterwegs. Aber da vorne stehen auch schon wieder solche Klamotten. Hier um die Kurve rum. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie haben sich die Dinger denn aufgefaltet? Ja, das sind die letzten Gebirge, also das letzte große Gebirge. Ui, das ist das letzte große Gebirge vor dem Pazifik. Boah, geil. Ja, überall Campingplätze hier, ne? Das sieht ja abgedreht aus. Da ist wieder Tannen im Weg, ne? Naja, wir wollen noch mal die nächste Kurve abwarten unten. Gucken, wie da die Sicht ist. Ja, die ist super. Stelle haben, weil ich würde ganz gerne mal gleich ein Foto machen wollen. Hier, scheiße. Wahrscheinlich so gemacht. Lass mal gucken. Das haben sie extra so gemacht. Aber jetzt fahren wir noch mal ein Stück weiter. Mal hier mal so ein bisschen Fotos machen kann oder so. So. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tja. So sieht das hier aus, Freunde. Links. Geil, ne? Vorne. Völlig irre. Hier überall knallt hier das Wasser runter. Da fahren wir gleich dran vorbei. Das Schmelzwasser. Wenn man mal ganz genau hinguckt, auch in den Bergen, riesen, kleine so, kleine Wasserfälle, ne? Sehr geil, sehr geil. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja völlig verrückt hier. Dazu. Ist geil, ne? Hier mache ich auch nochmal ein Stöpperchen. Das ist ja verrückt. So,
Tschüss, meine lieben Freunde. Hier übrigens liegt überall Schnee. Seht ihr das? Geil, ne? Eieieiei. Ziemlich cool. Ziemlich cool. So, tschüss.